Grüß Gott und Servus, hier ist wieder der Joe Waschel unterwegs im Dienste des DMHs, des Deutschen Metzgerhandwerks. Momentan schießen ja fragwürdigste Imbiss- und Fastfood-Ketten wie Pilze aus dem feuchten Keller. Wissen Sie eigentlich, was Fastfood heißt? Food, das heißt ja Essen, und Fast, das heißt Fast. Also mit Fastfood fast was zum Essen. Hier befinden wir uns im Leberkäs-Semmel-To-Go-Store. Schauen wir mal, was das ist. Welcome im Leberkäs-Semmel-To-Go-Store. Was darf es denn sein? Zwei Leberkäs-Semmel, bitte. Auf Roggenweizen oder Roggenweizen-Gemischtsemmel. Was? Auf Roggenweizen oder Roggenweizen-Gemischtsemmel. Weizensemmel? Mit Sesam, Kümmel, Mohn oder ohne? Ohne. Leberkäse rot oder weiß? Rot. Kalt oder frisch aus der Mikrowelle? Frisch. Mit Senf, Ketchup oder ohne? Senf. Mit süßem oder scharfem Senf? Scharfem Senf. Den Deckel von der Semmel oben drauf oder den Boden nach oben und den Deckel nach unten? Wurst. Schinkenwurst, Streichwurst oder bloß einfach Wurst? Bloß einfach Wurst. Zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Mitnehmen. In Alufolie einwickeln oder gleich in die Tüte? Tüte. Braune oder weiße Tüte? Oder doch in Alufolie. Die glänzende Seite von der Alufolie nach außen oder nach innen? Ja, scheißegal, irgendwie halt. Vollkommen scheißegal, oder? Furzwurst scheißegal. Ja, leck's mich doch an mich, geh wieder. Wollen Sie vorne raus oder hinten? Rutsch mir doch einen Bubbel runter. Nur runter oder auch wieder rauf. Haben Sie einen schönen Tag noch. Bis Best Wishes von Ihrem Leberkäs-Semmel-To-Go-Store. Leberkäs-Semmel-To-Go-Store? Die sind ja wohl nicht ganz bacher. So viel hat mich nicht einmal der Mercedes-Händler gefragt, wie mir die Zubehörliste von meinem letzten 220er Diesel durchgegangen sind. So, jetzt schauen wir mal, wie es da drin läuft. Das ist die Metzgerei Listl. Die sind Mitglied im DMH, dem Verband des Deutschen Metzgerhandwerks. Grüß Gott. Grüß dich, gut, Herr Waschel. Was darf's denn sein? Zwei Leberkäs-Semmel, bitte. Auf Roggenweizen oder Roggenweizen-Gemischtsemmel? Was? War doch bloß ein Witz, Herr Waschel. Da schauen Sie her. Ich hab's Ihnen schon fertig gemacht. Bitte schön. Bar 2,50. Stimmt so. Dankeschön. Dankeschön. Wiederschauen. Mei, da sieht man's halt wieder, gell? Wurst aus Deutschland. Ein Hochgenuss. Ich verabschiede mich und verbleibe als Ihr Joe Waschel unterwegs im Dienste des DMHs des Deutschen Metzgerhandwerks. So, und jetzt gehe ich noch mal in den anderen Laden rein und hau die ferngesteuerte die Kur mitsamt ihrer Roggenweizen Gemischsemi durch Schaufensterschein durch. Auf Wiedersehen, servus miteinander.